Herzlich willkommen zu Rette dein Geld mit mir, Matthias Reder, heute zu einer Buchbesprechung der besonderen Art. Es geht nämlich um einen Roman und zwar von Martin Sutter, Monte Cristo im Diogenes Verlag herausbekommen. Und Grüße gehen raus an Heidi und Herbert Pinter, die mir diesen sehr interessanten Roman zu Weihnachten geschenkt haben. Und ich habe das Buch jetzt fertig gelesen und super spannend und das hat einen ganz, ganz tollen Bezug zu unserem aktuellen Geld- und Finanzsystem. Und deswegen war das Buch für mich doppelt so spannend. Ein Roman, in kurzen Worten beschrieben, um was es geht. Ein Videojournalist, der Jonas Brandt, mal mehr, mal weniger erfolgreich, bekommt durch Zufall, ja, zwei Geldscheine mit genau derselben Seriennummer in die Hand. So, und dann beginnt er sozusagen auch durch Zufall zu recherchieren, wie kann so etwas sein? Das ist eigentlich ein ausgeschlossener Fall. Beide Geldscheine sind ident und echt, haben genau die gleiche Seriennummer. Das Ganze spielt in der Schweiz. Und der Jonas Brandt macht sich dann sozusagen auf die Suche, wie gibt es sowas, wie kann es sowas überhaupt geben und kommt immer mehr einer kleinen Verschwörung da draußen in dieser Welt- und Finanzwirtschaft auf die Schliche sozusagen. Und dann wird es ein bisschen dramatisch auch und dann gibt es andere Sachen, aber trotzdem ein sehr, sehr gut geschriebener Roman. Vor allem er liest sich total flüssig und leicht. Man ist total in der Geschichte drin und für mich natürlich als Ex-Banker doppelt und dreifach interessant, weil der Protagonist, dieser Jonas Brandt, sozusagen eine Scheibe unserer Geld- und Finanzpolitik nach der anderen aufdeckt. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn, es geht einfach darum, dass sich Banken auch verzocken und diese Verluste, ja, wer sozusagen diese Verluste dann glatt bügelt oder wie man sozusagen über diese Verluste steht, kann das die Bank selbst machen, wie geht das dann weiter und dann kommt, wir gar nicht zu viel verraten, wie das Buch ausgeht, ihr sollt es natürlich selbst lesen, aber trotzdem am Ende, und das ist aus meiner Sicht eigentlich die größte Ding, hat der Jonas Brandt eine Entscheidung zu fällen. Nämlich, ob er sozusagen Teil von diesem Seifenblasen-Fiat-Schneeballsystem bleiben will oder nicht. Ja, und ganz, ganz spannend. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, ich hätte anders entschieden. Ja, ich wäre da sehr, sehr auch durch jetzt meine jahrelange Bitcoin-Erfahrung, weil ich weiß, dass wir eine Alternative da draußen haben, auch wenn das System vielleicht Gefahr läuft, zu kippen. Also es gibt hier schon Alternativen. Wir müssen nicht wieder zurück zur Steinzeit, wo wir mit Goldmünzen bezahlt haben, sozusagen im physischen Vorgang, sondern es gibt halt eben auch schon die Welt von Bitcoin und Co. da draußen. Und unter diesen Gesichtspunkten, wo ich ja auch jetzt kein so ein großer Fan der aktuellen Geld- und Finanzpolitik bin, das wissen natürlich die Rette dein Geld-Follower da draußen. Und gerade unter diesem Aspekt macht es mir super Freude, dieses Buch zu lesen, weil auch unbedarfte Dritte, die bis dato mit dem Finanzsystem nichts zu tun haben, einmal so ein bisschen mitbekommen, was eigentlich dieses Too Big to Fail, ja, was ja dem Steuerzahler dann sozusagen immer verkauft wird, wenn man Banken oder marode Finanzinstitute wieder irgendwo aus der Patsche helfen muss, um was es da sozusagen geht. Und das in diesem Roman auf, ich muss jetzt nachschauen, auf knapp 300 Seiten, aber es ist wirklich super leicht zu lesen, groß geschrieben unter die anderen Zonen. Und muss man wirklich sagen, eine super Geschichte. Ja? Zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat geschrieben als Rezension, Monte Cristo, so heißt eben dieses Buch von Martin Sutter, ist ein Reiseführer in die zwielichtige Welt der Schweizer Hochfinanz. Ja, also da hat es mich ja dann schon ja, sofort gehabt und ich bin dann in dieses Buch dann sofort hineingekippt. Am Anfang vielleicht etwas die ersten paar Seiten, aber wie ich dann sozusagen das mit den Geldscheinen und wie er dann die ersten Schritte und Nachforschungen tätigt, muss ich sagen, ganz, ganz toll. Der Stern zum Beispiel hat auch geschrieben, in Monte Cristo kämpft ein aufrechter Journalist
gegen eine gigantische Verschwörung innerhalb des Schweizer Finanzsystems. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, das wisst ihr ja, aber der Roman hat mich wirklich, wirklich abgeholt und sehr, sehr gut unterhalten. Und er wirft auch natürlich auch Fragen auf, die wir uns hier auch bei Rettet dein Geld stellen. Und deswegen diese Buchvorstellung von mir. Vielen Dank nochmals an die Heidi und den Herbert. Auch den Tipp, den Sie ja, soweit ich weiß, vom Mario Höller, vom Finanzexperten der Avados-Gruppe haben, bedanke ich mich recht herzlich. Ein tolles Geschenk und habe mir ein paar tolle, tolle Lesestunden gebracht. In diesem Sinne, ja, schreibt mir vielleicht auch unter in die Kommentare eure Wirtschaftsromanbücher, die euch sozusagen sehr gut gefallen haben. Bin ich für jeden Tipp dankbar. Die nächste Urlaubszeit, der nächste Sommer kommt bestimmt und da bin ich immer auf der Suche nach leicht verdaulichen sozusagen Lektüre und freue mich auch natürlich auch auf euer Feedback hier. Und wie immer gilt natürlich, bitte like den Kanal, gebt hier ein Abo ab, aktiviert die Glocke, aber ganz, ganz wichtig, bitte sagt es weiter, dass es diesen Kanal Rettet dein Geld gibt. In diesem Sinne vielen, vielen Dank und alles Gute an euch da draußen. Baba, ciao.